Ihr lieben Steinböcke, hier kommt eure Nachricht für das Kollektiv der Steinböcke. Ich bin gespannt, was ich euch mitteilen darf. Und ich hoffe natürlich, ihr habt klasse Karten. Das sind mir zu viele. Lasse ich jetzt mal so, die anderen decke ich noch ab. Okay, ja, wir haben hier mehrere Szenarien, die für euch möglich werden. Entweder habt ihr euch hier ein gutes Fundament für partnerschaftliche Bereiche erarbeitet oder ihr habt eine gute Chance im Beruf, die euch durch eine männliche Person von außen irgendwie als Gelegenheit vor die Füße kommt. Oder aber ihr habt hier auch so ein bisschen eure Standhaftigkeit mehr ins Leben gerufen. Ne? Also dieses, ich bin stabil, ich stehe fest, ich lasse mich von außen nicht gleich umschmeißen. Oder aber ihr habt hier Geben und Nehmen mehr vereint in eurem Leben. Ihr habt hier mit der Eidechse die Kraft der Regeneration auch dabei oder das Thema Regeneration. Eine gewisse Erneuerung, die ansteht. Ein gewisser Frieden bei seelischen Verletzungen, der jetzt einziehen kann. Also eigentlich eine super Phase, wo ihr geschehen lassen könnt. Wir haben hier die Ruhe, das Runterkommen, die innere Ruhe vielleicht auch. Eine Ruhephase für eure ganze Seele. Ja, und es geht ein bisschen darum, dass ihr wissen sollt, dass ihr perfekte, vollkommene Geschöpfe seid. Und dass über euch eventuell ein hartes Urteil gefällt wurde und ihr euch damit verbunden auch klein gefühlt habt oder minderwertig und dass man euer ganzes Licht nicht so richtig gesehen hat. Das finde ich hier sehr schön, denn das passt wunderbar zu diesem: Ich habe mir ein besseres Fundament aufgebaut. Und ihr dürft hier auch noch mal so ein bisschen in die Ritzen gucken, wo da noch was festsitzt, vielleicht im Verborgenen vor sich hin quillt und wo ihr euch noch nicht verliebt, versorgt oder geliebt fühlt oder vielleicht auch verliebt, ne? Ja. Du kannst jetzt praktisch hier Urteile, die über dich gefällt wurden, schmelzen lassen. Du kannst dich wieder ganz und heil und verbunden fühlen mit der Kraft der Regeneration. Ihr habt hier den Mond dabei, ne? Es geht an sich um eure Seele. Es geht um Veränderungen und auch Fruchtbarkeit für irgendetwas, für euer Leben, für euer ganzes Dasein. Und ich glaube, ihr seid mit der ganzen Legung mordsmäßig aufgerufen, eure eigene Seele wieder mehr zu hören und diese Unbefangenheit zu haben, bevor man ver- oder beurteilt wurde. Um das geht es hier. Etwas zu beruhigen, was auch so ein bisschen wie ein Stachel hier drin sitzt in euch und rumbohrt und wo ihr vielleicht zum Teil auch nicht versteht, warum. Also warum sehen die anderen mein Licht nicht so, wie es in Wirklichkeit scheint, ne? Okay, dann habt ihr hier die Gnadenkarte und wenn die Karte kommt, dann verspricht sie eine Zeit von Leichtigkeit und ebenfalls von Regenerieren und Inspiration. Die
Verbundenheit zur anderen Welt oder zur geistigen Welt wird erhöht. Die Zeiten sind voller Liebe und auch freundlicher. Man befindet sich in so einem Zustand, wo man sich auch gut ausdrücken kann, wo man seine ganze innere Größe gut zeigen kann und wo man einfach auch weiß, wer man ist und dass das auch vollkommen richtig ist. Man muss hier manchmal auch so eine gewisse Ehrlichkeit in den Raum stellen. Aber es kann ja auch sein, dass man diese Wahrheit möglicherweise auf diplomatische Art und Weise ausspricht, ne? Also voller Freundlichkeit. Ich weiß aber auch, dass das nicht immer leicht ist, gerade wenn man verletzt ist, ne? Ja, die sozialen Interaktionen werden hier noch angesprochen, ne? Dass man da auch guckt, wie kann ich mich besser bewegen, gerade wenn auch mal jemand ein Urteil über einen gefällt hat, das in einem noch so wirkt, erscheint hier wirklich die Auflösung. Also du kannst auf der seelischen Ebene hier in eine andere Phase gehen. Hier geht es nochmal um deine Vollkommenheit. Möglicherweise unterstreichen hier große Selbstzweifel oder Dinge, mit denen du in Resonanz gehst, obwohl du das von deiner eigenen Sicht raus gar nicht so denkst, nur weil es die anderen meinen. Und du bist ja am Überlegen, wie kommt es, ne? Warum ist es so? Also lass dir hier deine Vollkommenheit nicht wegnehmen, sondern geh ihr immer näher entgegen. Und du hast hier den Engel der Seelenmelodie. Also es geht schon auch darum, wieder deine Seelenmelodie zu hören, deine ureigene. Und deine Seele wird dir hier auch diese Frequenz wieder zuspielen, die du vielleicht durch das Außen, das haben wir hier unten als Thema, wie sieht man dich, wie nimmt man dich wahr, was denken die anderen von dir, wo steht dein Fundament nicht so? Das wird dir deine Seele hier selber aufzeigen. Da brauchst du nicht nach außen fragen oder so, sondern einfach nur wieder dir innerlich zuhören, in der Ruhe sein. Und da werden dann auch die Türen wieder aufgehen für deine Ganzheit, ne? Du kannst dich hier auch hinterfragen, wann du deine Seele zuletzt richtig wahrgenommen hast. Welche Farben du zum Beispiel mit deiner Seele verbindest oder auch welche Musik. Ja, es geht ja darum, die ganze Pracht des Lebens mal wieder wahrzunehmen und die ureigene Frequenz, in der du vollkommen bist. So, was habt ihr hier noch für eine Eule? Bist du bereit, dich von deinem Leben überraschen zu lassen? Also hier bist du vielleicht auch schon so programmiert oder darauf eingestellt, dass du denkst, ich komme über den Punkt nicht drüber. Aber die Karten sagen hier, dass du hier das für dich Fundament erschaffst. Wir haben den männlich gebenden Teil auch drin, das du brauchst. Und von da aus diesem Punkt raus wieder zu gucken, was hat das Leben noch für mich bereit. Wir haben hier ja auch die Fruchtbarkeit. Ja, lass dich einfach mal überraschen. Ihr lieben Steinböcke, ich wünsche euch eine wunderbare Zeit. Ich drücke euch und bis bald.